Hallo meine lieben Wastelander zu einer neuen Waffen-Mod-Folge für Fallout 4. Es ist wieder jede Menge Zeug rausgekommen, das ich euch nicht vorenthalten will. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und ich weiß noch gar nicht mit was, weil ich habe so viele Waffen. Schauen wir mal, nehmen wir einfach das erste, was uns hier in der Liste vorkommt. Genau, fangen wir mit dem Bogen an. Es gibt jetzt einen Bogen hier. Nehmen wir mal raus. Von der Animation her natürlich noch nicht so gut. Man kann den Bogen craften an der Chemiestation. Ebenfalls wie die Bogen. Also, wie gesagt, Animation ist noch nicht drin, aber ich bin sicher, das wird noch kommen. Man kann den Bogen auch modifizieren, weil man sogar das Explosivtalent hat, den Perk, kann man Explosivpfeile für diesen Bogen bauen. Ziemlich cool gemacht. Ich habe schon ein bisschen mit rumgespielt und macht auch durchaus ganz ordentlichen Schaden an Gegnern. Kommen wir zum nächsten. Die M14. Genau. Aktuell so ein bisschen mein neues Lieblingsgewehr bei den Mods. Klingt auch ganz schön. Und lässt sich auch richtig gut umbauen. Receiver, Barrel, Fullstock, Scope, Compensator. Und da ist halt schöne, es gibt sogar Accessoires. Hier das Bipod, Strap, Tactical Light kann man noch ranbauen oder ein Bayonet eben. Genau, und man kann sogar die Munition einstellen. Das ist dann jedenfalls immer rechts oder links beschrieben, was es macht. Das würde ich mich für einen ordentlichen Drink geben. Ich habe jetzt einfach mal Armor Piercing Rounds genommen, aber was sind die? Explosive Rounds kann ich noch nehmen. Oder Dosed Rounds, die machen dann sogar radioaktiven Schaden. Sehen wir uns mal kurz an. Gut, ich habe jetzt gerade keine Gegner hier. Ihr könnt natürlich auch einen automatischen Receiver draufbauen. Und Animationen auch wieder wunderschön butterweich gemacht. Sehr schön, gefällt mir unglaublich gut die Waffe. Könnte wirklich zu einer meiner neuen Lieblingswaffen werden. So, wo haben wir das nächste Teil? Die Glock 20. M14 übrigens auch spawned bei Gunnern und Raidern. Hier eine neue Pistole, die Glock 20. Schön mit einem kleinen Red Dot drauf. Ihr könnt natürlich auch diese Waffe modifizieren. Es gibt für mich nichts Schönes, muss dringend mein Inventar aufräumen. Na, ihr habt die verschiedenen Sachen. Automatik natürlich für eine Glock. Das Besondere an der Glock ist, dass ihr könnt sie natürlich alle über die Konsole auch hinzufügen, ja. Aber das Besondere an der Glock ist, dass diese Waffe, wenn ihr sie finden wollt bei Gegnern, nur bei Synths droppen wird. Also wie gesagt, einfach ein paar Ingame-Tage warten und dann findet ihr diese Waffe, wenn ihr auf Synth-Jagd geht. Dann kommen wir zu nächsten Baby. Das ist hier die IF-88 Tactical Shotgun. Mit Schalldämpfer drauf, wie ihr seht. Und wie bei allen anderen Waffen auch, lässt sich diese schön modifizieren. Einzige, was man jetzt ein bisschen anprangern kann, was mir nicht so gefällt, ist die Textur da drauf. Das sieht irgendwie komisch aus. Ironside, Drum Mag, könnt ihr natürlich hier, wie ihr das gerade haben wollt. Shortstock, könnt ihr auch einen großen dran machen. Wie euch das gefällt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Baby, und zwar der Heckler & Koch G3. Auch sehr schöne Waffe, deutsches Gewehr. Gefällt mir auch gut. Lässt sich jetzt nicht so extrem customizen wie alle anderen, aber ich schätze mal, da werden auch noch ein paar Animationen hinterhergejagt. Modifikationen hinterhergejagt werden.
Ja, wir können hier da Standard Receiver, Powerful Receiver, Powerful Automatic natürlich. Powerful Receiver. Dann kann natürlich Marksman Stock hier. Dann sieht die so aus. Scopes geht auch. Standard Iron Sights. Mündungsbremse natürlich noch der Schalldämpfer. Und das wären auch schon wieder die neuen Waffen, die ich gefunden habe. Ich bin mir sicher, wenn ich im Laufe des Tages oder morgen wieder mal reingucke, sind wahrscheinlich schon wieder irgendwie zwei neue Waffen drin. Das geht unglaublich schnell momentan. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die ganzen Links zu den Mods findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!